Vergrößern, verkleinern. Markus Eisenschmidt stand bei der WM 2018 im deutschen Kader. Urheberrecht Getty Images. Die Adler Mannheim aus der Dell schlagen auf dem Transfermarkt zu. Markus Eisenschmidt kehrt aus Nordamerika nach Deutschland zurück. Nationalspieler Markus Eisenschmidt kehrt nach 5 Jahren in Nordamerika nach Deutschland zurück. Der 23-Jährige, der im Mai in Dänemark sein WM-Debüt in der deutschen Mannschaft gegeben hatte, unterschrieb bei den Adlern Mannheim in der deutschen Eishockeyliga Dell einen 2-Jahres-Vertrag. Markus steht noch am Anfang seiner Karriere, sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp. Er vereint viel Talent mit einem tollen Charakter und ist bereit, sich weiterzuentwickeln, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Der Allgäuer hatte 2013 den Sprung nach Nordamerika gewagt und war nach 2 Jahren in der kanadischen Juniorenliga in die Altsum Farm Team der Montreal Canadiens gewechselt. Beim NHL-Rekordmeister erhielt er im Januar 2017 einen 2-Wege-Vertrag. Ins NHL-Team schaffte er es aber nicht. Ich freue mich über die Chance, mich bei den Adlern zeigen zu dürfen, mich zu verbessern und der Mannschaft zu helfen, sagte der Stürmer. Mannheim gehört zu den besten Standorten in Deutschland.